Seid ihr herzlich willkommen. Eine aktuelle Liebesorakel. Und hier stellen wir die drei wichtigsten Fragen. Was ist sein Gedanke? Was ist sein Plan? Wie fühlt er sich? Und was wird er tun? Vielleicht hört ihr im Hintergrund, wir haben gerade heftige Gewitter. Es blitzt und donnert hier gerade auf Mallorca. Und wenn das so ist, dann haben wir ganz oft Stromausfall. Also ich hoffe, dass der Strom bleibt und ich kann auch die Aufnahmen machen. Aber wir rechnen damit, weil hier passiert das sehr häufig. Bei Regnen, dann haben wir keinen Strom. Also, die erste Frage ist, was denkt er, was ist sein Plan? Hier sehen wir die Sonne und die Mäuse. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Die Sonne zeigt Selbstbewusstsein, die Sonne beleuchtet etwas. Die Sonne bedeutet auch die Anziehungskraft, die tolle Ausstrahlung, das selbstsichere Auftreten, und die Mäuse können davon etwas wegnehmen. Dort, wo die Mäuse sind, die fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Vielleicht hat er Verlustangst. Oder er möchte etwas erkennen, aber irgendwie gelingt ihm momentan nicht. Und das sehen wir hier auch bei seinen Gefühlen, die Wolken. Auch wenn er diesen Wunsch hat, etwas klären, etwas klar und deutlich sehen, erkennen, ist noch die Wolke da. Und das macht alles undurchschaubar. In diesem Zusammenhang können aber die Mäuse auch helfen, und die Unklarheiten entfernen. Und das wird auch passieren, weil die Störche zeigen dann diese Veränderung und die Sternen bringen Glück und die Sternen beschreiben auch die Zeitqualität, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, so wie das im Sternen geschrieben ist. Was wird er tun? Das sehen wir hier. Er kommt ins Bewegung, er nähert sich zu dir, kommt ein Neuanfang und er hat das Gefühl, bei dir ist er angekommen, fühlt sich verankert. Anker bedeutet aber oft Beruf, Berufung und da kann auch ein Neuanfang sein. Und jetzt schauen wir an, was zeigen noch die Karten. Die Bewegung. Hier zweimal kommt das Gleiche vor. Er weiß, welche Richtung soll er bewegen, hat das auch vor, er kommt entgegen. Hier sind noch Hindernisse, aber die Mäuse werden die Hindernisse entfernen. Und das Kind kommt auch zweimal und bedeutet die Kinder natürlich auch, aber symbolisiert auch Neuanfang. Dieser schlaue Fuchs zeigt falsche Entscheidungen oder falschen Personen, aber das verändert sich und die Unklarheiten verschwinden aber auch. Die Sterne bringen Glück und dieser Ring zeigt die Verbindung zu dir und das macht ihm auch glücklich. Im beruflichen Ebenen bedeutet dieser Ring Verträge. Und hier sehen wir schon diesen Vertrag, wobei dieser Brief kann auch Nachricht sein, was schon auf dem Weg zu dir ist. Nochmal die Wolken, genauso wie hier auch. Es ist etwas noch undurchschaubar, auch für dich, auch für ihn. Es kommen Veränderungen, bald scheint die Sonne, klärt sich etwas auf, aber aktuell ist noch etwas undurchschaubar.
Anker bedeutet nicht nur Sicherheit, Stabilität, angekommen zu sein, verankert zu sein, sondern bedeutet auch Beruf, Berufung, und die Fischen zeigen, die Finanzen hängt auch alles zusammen. Seine aktuelle Energie, die Wegen zeigen, er ist auf dem Weg zu dir und trifft auch wichtige Entscheidungen gerade. Und dein Gegenwart? Dieser Turm kann bedeuten, du hast etwas vor und möchtest du etwas vergrößern. Dieser Turm kann ein größeres Gebäude auch sein, eine Firma zum Beispiel oder ein Amt oder eine rechtliche Lage. Und das war diese allgemeine Legung. Wenn dir dieser Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest und meinen Kanal abonnierst. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche alles Gute und alles Liebe, Dendera.